deutet etwas, wenn mir niemand zusieht. Und es deutet, ich bin nicht allein, meine Kämpfe fing mich nie ein. Was erleuchtet meinen Tag und meiner Freude, meine Freunde? Schau in meine Gruppe rein, Send Request, ich lade dich ein. Boah, krasse Bude, Stein. Echt nicht schlecht. Ist Timmy auch da? Nein. Durch den Hack ist er völlig paranoid geworden. Er traut sich nicht mal mehr aus dem Haus. Der Arme. Oh Gott, es wurde ja wirklich alles geklaut. Aber hey, jetzt kannst du wenigstens den Aladdin-Lifestyle diggen. Ist doch auch nice. Abschaum, Kötter, schwere Nöte. Lass mal stecken. Ein Live-Action-Aladdin reicht völlig. Oh, sie sind auch schon wieder da. Na Logo, aber bezüglich der Ausstattungsarmut hat der kleine Stein mir gesagt. Hier sieht es immer so aus. Mein Vater ist Minimalist. Und eigentlich sind wir ziemlich reich. Aber ich will nicht, dass es wer in der Schule mitbekommt. Aber mir hättest du das doch verraten können. Wir sind doch Freunde. Ich weiß, aber jetzt lasse ich dich hier rein. In mein Haus. Das heißt, es wurde gar nichts geklaut? Stein? Nein, alles gut. Es wurde praktisch nichts geklaut. Und mit praktisch meine ich nichts, Didix. Ich kenne dich. Du verheimlichst mir doch was. Ich? Nein, Quatsch. Wenn man nichts besitzt, dann kann einem auch nichts geklaut werden. Hätten alle diese Einstellung, wäre Marie Kondo arbeitslos. Dieser Einbruch ist ein Zeichen, dass dieses Leben die perfekte Wahl für uns war. Stimmt's, Liebling? Was? Ja, Schatz. Oh, also wollen Sie kein Sicherheitssystem? Nein! Oh. Lasst sie nur kommen, die konsumgebeutelten Seelen! Denn erst wenn die letzte Scheibe gebrochen, das letzte Schloss geknackt und das letzte Haus beraubt wurde, werden sie feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Aber man kann Geld gegen Essen tauschen. Aber dazu müsste man erstmal welches verdienen. Tschüss dann. Auch Sie werden weiter wachen und sehen, dass es nicht immer nur um den Gewinn geht. Wachen Sie auf! Wachen Sie auf! Um den Gewinn? Was ist? Weißt du noch? Duck hat doch gesagt, er hat seine teuren Klamotten bei Steven Dessous Gewinnspiel gewonnen. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass der gute Steven seine Gewinne nie rausschickt, sondern für sich behält. Du glaubst also, Duck könnte der Einbrecher sein? Gut kombiniert. Aber wie willst du ihn überführen? Ich werde ihm eine Falle stellen. Vorher sollten wir aber bei Timmy vorbeischauen. Ich komme später. Ich muss noch... was? Kevin. Schon okay. Bis später. Timmy? Bist du hier? Dude, was soll das alles? Auf dem Sand gehen! Blödsinn, Timmy. Keiner hört dich ab oder beobachtet dich. Und woher kennt der Hacker dann meine Identität? Vielleicht will er dich ja erpressen. Ja, ich kann ihm sicher meine Pfandsammlung überlassen. Oh, oder meine Bootleg-Pokémon-Stofftiersammlung vom Polenmarkt. Dafür würde sicher jemand was zahlen. Vielleicht will er ein Date mit dir erpressen. Was? Was? Oder er will die Werbeeinnahmen vom SFF-Kanal. Immerhin hat dein erstes Video schon 150.000 Views. Das sind 2 Kröten 14. Wow. Oh. Was sagen eigentlich deine Follower dazu? Ich habe ein Statement getweetet. Da! Hacker known as Random schrieb, all for the lols. Oh mein Gott! Was? Steht meine Adresse schon online und mein Name und meine Schuhgröße und meine Penislänge? Nein! Wait, what? Nein! Außerdem dachte ich, man redet heutzutage selbst darüber auf YouTube, während man sich mit Freunden besäuft. Ich meine das hier. Steven Dessous hat auf deinen Tweet geantwortet. Hey SFF, ich weiß, du bist kein Fan, aber ich kann dir helfen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Die Luft ist rein. Ja.
Anna eigentlich erzählt, was der Einbrecher dir geklaut hat? Spinnst du? Die würde doch denken, ich sei völlig krank. Naja. Na, kein Wort. Okay, und jetzt? Ja, start Skype. Ich habe ihm deine E-Mail-Adresse gegeben. Er müsste dich geedit haben. ja, da. Sexy Steve? Na, wenn er meint. Los, geh ran! Yo, Sucker, was geht? Ging's dir ziemlich durch die Decke die letzten Tage? Und dann gleich so ein mieser Move, Mann, Mann, Mann! Sorry nochmal. Easy, easy, chillax, dude, chillax. Chillax? Ernsthaft? Psst. Aber keine Sorge, Steven klärt. Gib mir nur ein bisschen Zeit. Die E-Mail-Adresse hier ist deine, oder? Dann sage ich meinem Team, die soll sich da bei dir melden, wenn sie deinen Kanal zurückhaben. Bei mir hat das keine 12 Stunden gedauert. Das wäre ja super nice. Super nice. Ja, und vielleicht können wir ja dann mal ein Video zusammen machen. Was, Mann? Er hat 3 Millionen Abos. Ja, Bruder, muss los. Wir hören uns. Das lief doch prima. Perfekt. Das heißt, morgen schon haben wir den Account zurück. Ich kann ihn immer noch nicht leiden. Ich weiß. Chillax. Ich weiß. Okay, hast du alles verstanden? Claro. Achtung, da kommt er. Also Anna, bei dir haben sie auch eingebrochen. Ja, genau. Würde man bei mir einbrechen, wäre das der Horror. Hä, warum? Bei uns liegt das Geld praktisch überall nur so rum. In Kaffeetassen, Kopfkissen, Brotschränken und. Na Gott sei Dank seid ihr immer zu Hause. Nein, gerade heute Abend fahren wir in die Stadt, um meiner kranken Großmutter Kuchen und Wein zu bringen und... Okay, sie sind außer Hörweite. Kuchen und Wein? Und du bist dir sicher, dass das klappt? Ich verwette meine 3-Fragezeichen-Kassettensammlung drauf. Sogar die gelben mit roter Hülle. Oh, sorry, Doc. Ob die Nachricht von Steven Dessous Team schon da ist? Wo ist nur Stein? Ich brauch doch sein Mail-Passwort. Eigentlich hatte das Ganze auch was Gutes gehabt. Durch das Hacker-Drama sind super viele Abos dazugekommen. Schon 500.000? Und das bei nur 2 Videos online? Nanu, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, da ist der. Stein, hier bin ich. Was soll denn das alles hier? Hast du es nicht gesehen? Ein neues Video auf dem Sucker for Fame-Kanal. Der Leak. Nein, das darf nicht wahr sein. Das macht alles kaputt, wofür ich... Moment. Stein Schulz? Was hat das zu bedeuten? Ich muss hier weg. Kommt ihr mit? Wo soll's denn hingehen? Mir ist ganz schlecht und Timmy, bring mich nach Hause. Und was soll? Lana, passt auf, weil Timmy immer nur Blödsinn macht. Das ergibt Sinn. Tschüss dann. Wie konnte das passieren? Es waren noch nicht mal 24 Stunden. Der Hacker hatte gesagt, nach 24 Stunden würde er die Identität leaken. Wie kommt er überhaupt auf Stein? Keine Ahnung. Habt ihr irgendwo was von euch verlinkt? Vielleicht den YouTube-Kanal mit eurem privaten Google-Account? Nein, wir haben für Sucker for Fame alles komplett neu angelegt. Nirgends kam mein Name auch nur... Oh, was? Meine E-Mail. Die haben wir doch Steven Dessous gegeben, wegen Skype. Ach, so ein Drecksack. Dann steckt er dahinter. Ich komme auch nicht mehr auf meinen Mail-Account. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Timmys Video hat ihn provoziert und prompt hat er einen Hacker auf euren YouTube-Account angesetzt. Oh, er wollte meine Geheimidentität lüften. Mit einem Gesicht ist jeder gesichtslose YouTuber doch nur noch ein YouTuber. Aber als er nichts Privates auf dem Kanal gefunden hat, hat er sich die Erpressung ausgedacht und dich dann bei Twitter angeschrieben, um persönlich an dich ranzukommen. Dann hat er meine E-Mail gehackt und ist so an meine echte Adresse gekommen. Oh mein Gott, stellt euch nur eine Welt vor, in der jeder Mensch mit Vor- und Nachnamen plus Adresse einfach zugänglich wäre. Die neuen Telefonbücher. Wer hat noch keins? Wer will noch eins? Manche Leute swingern mit Satan. Was sollen wir jetzt tun? Es
gibt nur einen Ort, an dem man in einer solchen Situation Hilfe findet, wo wir unsere Schicksale teilen und hoffen, dass wir erhört werden und jemand weit mächtiger als wir Niedertracht sühnt und Gerechtigkeit walten lässt. Fortran? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier fündig werden. Ich habe unsere Steven Dessous-Situation einfach mal als Screentext gepostet und... Oh, da eine Antwort! Anon schreibt, ihr seid selbst YouTube-Abschaum, geht euch erhängen. Klingt nicht nach einem himmlischen Ort, wenn du mich fragst. Fortran befindet sich irgendwo zwischen Himmel und Hölle. Da, noch jemand! Antwort von Hacker Known as Random? Na, Timmy, der hatte dir doch schon bei Twitter geschrieben. Den Namen hätte sich jeder geben können. Hä? Was soll das heißen? PW Querz? Passwort QWERTZ. Timmy, versuch das auf YouTube. Es klappt, ich bin wieder dran. Ich auch bei meinen Mails. Los, geh ran. Yo, Stein. Das war mal ein wilder Ritt. Hat Spaß gemacht. Mir nicht. Aber danke für die Passwörter. Kein Ding. Steven Dessous hatte mich dafür bezahlen wollen, aber bis heute ist nichts angekommen. Da kannst du auch lange warten bei der hinterhältigen Schlange. Ich dachte, ich revanchiere mich vielleicht. Wie? Wie auch immer. Haut rein und vergesst nicht, die Passwörter zu ändern. Yo, und Stein. Juno Rules ist weder eine coole Aussage noch ein safes Passwort. Das war meine Idee. Peace out. Und wie geht's jetzt weiter? Ich muss das für Stein wieder gerade bügeln. Gute Idee. Ich meine, die Sache war von vornherein eine Schnapsidee, oder? Root? Was hättest du denn mit 1 Million Abos gemacht? Angel hätte ja nie erfahren können, wer du bist. Stimmt. Also Stein, hast du deine Kamera? Wir sollten ein Statement-Video drehen. Naja, wenigstens klicken die sich immer gut. Ich war von Anfang an SFF. Wir haben nur Steins E-Mail-Adresse benutzt. Darum wurde er geleakt. Aber ich wollte das mal richtigstellen. Erbärmlich. Erst hackt er den Kanal von Sucker for Fame und jetzt probiert er so zu tun, als wären er und sein weirder Kumpel von Anfang an SFF gewesen. Ach, manche Leute haben einfach gar kein Schamgefühl. Naja, sie ist positiv. So schöpft wenigstens niemand Verdacht. Und wenn du irgendwann so richtig auf YouTube durchstartest, sind alle super geflasht. Und das ist auch mein Plan. Abkürzungen bringen nichts. Ich werde jetzt wieder mit voller Energie an meinem Hauptkanal arbeiten. Und guck, ein paar Leute haben sich trotzdem vom SFF-Kanal auf meinen richtigen YouTube-Kanal verirrt. Und was machst du jetzt mit dem Sucker for Fame-Kanal? Keine Ahnung. Willst du ihn haben? Was? Ich meine, für deine Fotografien und experimentelle Kunstvideos. Immerhin hat der Kanal 500.000 Abos. Gerne. Ich lade gleich ein Video hoch. Auf zum Computerraum. Wo ist eigentlich Lana? Sie haben Steven Dessous Kanal gehackt und gelöscht. Warum? Vielleicht wegen seinen Fakes und Betrugvideos. Und da hat ihn YouTube auch schon wieder hergestellt. 3, 2, 1, ha! Na, wen haben wir denn hier? Komm, wir gehen. Was sollte das denn? Ich dachte, du hattest ihm eine Falle gestellt. Ja, es wurde auch bei uns eingebrochen. Und meine UV-Pulverbombe sollte eigentlich in jede seiner Poren gekrochen sein. Er müsste leuchten wie Tinkerbell. Da, Lana, guck! Und, wie läuft's? Prima, da ist richtig was los auf dem Kanal. Alle flüchten wie Haustiere beim Feuerwerk. Vielleicht ist YouTube einfach nicht die richtige Plattform für Kunst. Hi, Fetcher. Hallo, was willst du denn von mir? Nichts, außer... Wissen, warum du gestern bei mir zu Hause eingebrochen bist? Ja, doof, dass du nirgends Geld gefunden hast, was? Weder in Kaffeetassen noch in Brotschränken. Quatsch, um Geld ging's mir doch gar nicht. Oh, Fetcher, sagst du deinem Papa ein großes Dankeschön für das neue Sicherheitssystem? Die Mikrowellenkanone funktioniert prima. Der Nachbar braucht zwar nur eine neue Katze, aber was kackt die auch einfach auf meinen Rasen? Dein Vater ist Herr Bastian? Ja.
Du heißt Fetscher Bastian? Das klingt, als hätte man deinen Vor- und Nachnamen vertauscht. Das klingt, als hätte man... Ja, mach dich ruhig lustig. Aber wieso hast du es getan? Das würdest du nicht fragen, wenn dein Vater den sinnlosesten Job aller Zeiten hätte. Sicherheitsanlagen in Kuhdorf. Das Kriminellste, was hier passiert, ist doch, wenn der Nachbar Sonntag Rasen mäht. Und selbst das juckt keinen. Jeder mäht Sonntag Rasen. Okay. Deal. Du schickst dein Diebesgut an die Polizei und da kann sich jeder abholen, was auch immer er vermisst. Einverstanden. Eine Frage noch. Was hast du Stein geklaut? Hey Lana, wie geht's mit der Recherche für deine Thriller-Fanfiction voran? Kevin ist sicher ein toller Berater. Ach, wisst ihr, ich hab da jetzt irgendwie einen spannenderen Ansatz. Was? Echt? Ja, über einen fiesen Hackerangriff. Oh, bevor ich's vergesse. Stein? Ja? Zeigst du mir mal... was denn? Deine ausgefallene Figurensammlung. Oh, guck mal, Post aus Kuhdorf. Da war ein Brief bei. Bitte geben Sie das den rechtmäßigen Besitzern. Und ein Zettel mit Namen. Oh, vergiss den Brief, die behalten wir. Ohoho. Das dürfen wir nicht. Zeig mal her. Es sind wertvolle Sammlerstücke. Korrekt. Ich rufe jetzt schon zum x-ten Mal an. Wonach suchen Sie denn genau? Das habe ich Ihnen doch schon mal erzählt. Ich kann mich nicht erinnern. Mir fehlt noch immer Nami aus One Piece. Nami aus One Piece also. Warte. Wie sieht die denn aus? Sie sitzt gerade am Boden und... zieht gerade ihr... Nach, kommen Sie! Frag, was sie untenrum anhat. Oh, was hat sie denn untenrum? Vergessen Sie's. Hä? Tschüss.